Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu den News vom 16.01. Ich kann nur sagen, holt eure Connemaras raus, denn es gibt ein neues Rennen extra für unsere wunderschönen Connemaras. Ja, wir starten jetzt die News hier mit den neuen Connemara Pony Rennen. Freut mich ganz besonders sehr, sehr doll, muss ich sagen, denn ich habe hier meine Winterbell schon herausgeholt und die ist bereit, ein Rennen zu machen. Hier steht der gute Herr, bei dem ihr die Rennen annehmen könnt, das Rennen, um genau zu sein. Das ist der gute Galimero und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, weil er wieder so einen Namen hat, den ich wahrscheinlich hundertprozentig falsch ausspreche, aber ihr wisst zumindest, wer gemeint ist. Der Herr hier befindet sich in der Nähe vom Silverglade Landgut, also beim Weingarten, unterhalb zur Reitarena. Und dort könnt ihr das wunderbare Connemara-Rennen machen. Bei diesem Connemara-Rennen bekommt euer Pferd mehr XP als normalerweise. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dort mitzumachen. Und ich habe schon gehört, dass das Rennen ganz besonders toll sein soll und sehr viel Spaß machen soll. Deswegen würde ich sagen, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ja, ich denke, bei mir wird es auch noch eine Folge darüber geben, wo wir das Rennen nochmal zusammen machen. Übrigens, falls ihr kein Connemara Pony haben solltet, könnt ihr die natürlich noch kaufen. Die kosten 810 Star Coins. Relativ teuer, wie ich finde, aber ich finde auch, sie lohnen sich wirklich sehr, weil sie echt ziemlich, ziemlich cool sind. Ihr findet die Connemaras zum Beispiel hier in Jandal. Hier gibt es zwei von den dunkleren Farben, die auch sehr, sehr schön aussehen. Außerdem gibt es welche in Fort Pinta und auf der Koppelinsel. Also wie gesagt, ich bereue es nicht, mein Connemara vor keine Ahnung wie vielen Monaten gekauft zu haben. Es ist immer noch eins meiner Lieblingspferde und es lohnt sich auf jeden Fall, sich eins zuzulegen, weil die unglaublich niedlich sind und ich finde, es lässt sich wirklich sehr, sehr gut mit ihnen reiten und die ganzen Rennen machen. Weiter geht es heute noch mit dem guten Girdis, den ich wahrscheinlich auch falsch ausspreche, aber was soll's. Der hat ein paar neue Vorhersagungen. Also wenn ihr eure Zukunft vorhersagen lassen wollt, dann stattet den guten Herren hier doch mal einen Besuch ab. Der hat anscheinend einige neue Visionen in seiner Kristallkugel, die es sich auf jeden Fall lohnt, einmal nachzuschauen bzw. sich halt vorhersagen zu lassen. Ja, das war es diese Woche auch schon mit den Updates. Der Pferdemarkt ist übrigens diese Woche geschlossen. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie das Rennen werden wird für mein Connemara. Und ich hoffe, euch gefällt das auch. Das dürft ihr mir auch sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das Rennen auch so gut gefällt wie allen anderen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Es wird diese Woche bestimmt noch einige Streams geben, nochmal so als Info, meine Stimme ist ja fast wieder ganz da. Ab und zu versagt sie nochmal durch meine Erkältung, die ich letzte Woche hatte. Und jetzt bin ich aber fast wieder ganz gesund. Man hört es, vielleicht ist sie noch ein bisschen kratzig, die Stimme. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber es ist auf dem Weg zur Besserung. Und ich bin fast wieder ganz gesund. Das heißt, die Streams können jetzt wieder losgehen. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Stream wieder oder beim nächsten Video. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. You came into my life just like another season. Not for long, just a time. Just like another season. Maybe this time.